Hallo, ich bin Oma und heute werde ich darüber sprechen, was im Märchen der Frischkönig passiert ist. Zuerst, ich möchte sagen, dass es im Märchen um eine Prinzessin geht, die draußen ist und mit seinen goldenen oder Kugeln spielt. Dann fällt es in einen Brunnen, wo sie eine Stimme hört, die ein Samen ist. Das Volk sagt, dass es ihr an den Bald mit diesen Bedingungen geben wird, wenn sie mir versprechen, dass du mich liebst und ich kann dein Freund und Gespielen sitzen am Tisch neben ihnen, essen von ihrer goldenen Platte sein, trägt aus deiner Ta Tasse und schlaf in deinem Bett. Sie antwortete ja, und als sie den Ball bekam, rannte sie nach Hause und dann wurde der Frosch ein Prinz. Aber jetzt für die Analyse, da ich nicht so viel Zeit mit dem Märchen verbringen möchte. Wir haben vier Leute, die am wichtigsten sind: die Prinzessin, der Frosch oder der Prinz, der König und die anderen Schwestern. Die Eigenschaften der Prinzen sind, dass sie sehr schön ist, was im Märchen beschreiben wird. Sie ist sehr kindisch, weil sie ihre Versprechen nicht hält und mit ihrem Spielzeug spielt. Der Volk ist sehr großzügig, süß, aber auch leicht, weil es zeigt, dass der König böse auf sie wurde, nachdem sie ihn nicht gut behandelt hat. Er sagt also, er wird ihrem Vater ersagen, dass er sie versucht, ihnen zu töten. Der König ist sehr vertrauenswürdig, weil er glaubt, dass wenn sie eine Broschüre gegeben haben, es nicht gebrochen werden darf. Das ist mit seiner Tochter im Märchen macht. Die Schwänze sind nicht so sehr, da sie nur im Anfang erfahren werden. Die Orte, an deine sich das Märchen befindet, sind außerhalb der Burg und dann weiter heraus. In diesem Märchen habe ich da diese Widersprüche gefunden, ohne in die Tiefe zu gehen. Es gibt Reiche und Arm oder Arme, das ist der Volk und die Prinzessin, nach denen wir vertrauen würde und nicht vertrauen würde, sind das Volk und die Prinzessin. Und die vertrauen wirst das König. Jetzt sind wir zu dem Problem und der Lösung gekommen. Der Verwand ist, dass der Prinz ein Samen geworden ist und eine Prinzessin braucht, um zu kommen. Der Frosch findet die Prinzessin und es endet damit, dass ich heute herose, denke ich. Ich weiß, ich bin so faul, es weiter zu lehnen, aber das ist es, was ich habe. Das ist, was ich habe. Jetzt sind wir zur Moral gekommen. Ich denke, die Moral des Märchens ist, dass man nicht versprechen muss, was man nicht halten kann. Und wenn die etwas versprechen, behalte es. Ich denke, das Märchen ist sehr gut, aber nicht, was ich persönlich täglich lesen wollte. So, es wird es, Dankeschön, es wird vielen schön und es wird es.